Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1. Und genau, Leute, wir waren beim letzten Mal, haben wir diese Gartenanlage bzw. das Gasthaus fertig gemacht. Haben dort den Helmschlüssel gefunden. Sind wieder ins Herrenhaus. Haben eine Adlermedaille gefunden. Und wir haben festgestellt, dieses Herrenhaus ist nicht so leer, wie es scheint. Weil hier sind jetzt überall Hunter. Ja, und das wird jetzt ein Spaß, gegen die zu kämpfen. Weil es ist nicht immer... Es ist nämlich nicht einfach. Ihr seht, da hinten steht schon wieder so ein Ding. Und da steht auch einer. Da steht auch einer. Okay, Jill, lauf hin und... Ah, schieß doch. Ach, Mann, ey. Und... So. Und... Haha. Seht ihr das? Die brauchen 3 Shotgun-Schuss, wenn man nah dran ist. Und wir sind noch grün. Sehr gut. Und dann sind die eigentlich hinüber. Nur wir müssen es halt richtig machen, ne? Das ist... Ach du Scheiße. Gehen wir jetzt mal um den hier. Ran da und schieß. Nein! Schieß ihn kaputt! Boah, seht ihr das? Die können nämlich springen. Schieß doch, Jill! Boah. Da musste die echt nachladen, ey. Ich fasse es nicht. Wir sind schon wieder im gelben Bereich, ne? Puh, okay. Ich muss mir angewöhnen, nach jedem Schuss, nach jedem Hunter nachzuladen. Gut. Da waren wir schon drin. Da haben wir jetzt noch diesen einen Raum und den ganzen linken Bereich. Na, wir haben noch den ganzen linken Bereich. Gut, das heißt, wir sind hier falsch eigentlich. Ich bin aber leider wieder im gelben Bereich, Leute. Das ist mir zu riskant, ehrlich. Ich werde mir noch ein grünes Kraut reinschaufeln. Auch wenn ihr mich wahrscheinlich wieder dafür verhauen werdet. Aber ich will sicher sein vor dieser One-Hit-Attacke von denen. Weil ich habe da echt Schiss vor, dass wir dann auf einmal sterben, ey. Echt. Gut, Leute, weil wie gesagt, falls wir hier sterben sollten, würde ich sagen, werde ich mir jetzt nochmal ein Fahrband nehmen und hier vorsichtshalber mal abspeichern. Wie seht ihr das? Wir haben nämlich hier noch jede Menge grüne Kräuter. Und nimm dir bitte das Fahrband. Speicher einfach mal ab. So, weil, naja. Lieber doppelt gesichert, ne? Ich habe nämlich extrem Schiss vor diesen Huntern. So, bam. Hau rein in die Tasten. Und ja, dann freue ich mich, dass mal wieder hier dabei seid bei Resident Evil 1. Ja. Wir durchforsten weiter das Herrenhaus und wir räumen auf. So, wir räumen auf. Benutzt das bitte. Und ja, Hunter, unsere neuen Standardgegner. Einfach bei denen nah dran gehen und dann drauf schießen. Genau. Man muss noch nicht mal nach unten zielen. Sie schießt automatisch drauf. Das ist ein Trick, den ich gerade rausgefunden habe, weil ich dachte, man muss nach unten schießen. Bei den Huntern aber nö. Ist gar nicht so. Okay. Dann würde ich sagen, hier sind glaube ich auch Hunter drin. Ja. Ja. Hallo, mein Freund. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was ist so? Seht ihr das? Die springen hier rum. Boah, ey. Blödes Ding. Und schon wieder im Gelben. Haha, schon wieder im Gelben. Einmal treffen, ne? Ja, die Hunter, die sind jetzt hier überall. Und wir waren gerade da, das ist die falsche Tür. Oh nein, wir müssen einmal rum tatsächlich. Oh Gott. Boah, okay. Schießt die irgendwo drauf? Nein. Schießt die hier irgendwo drauf? Auch nicht. Ist da ein Hunter? Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. So, Haupthalle. Hier sind wir, glaube ich, erstmal sicher, oder?
Nein, das war der falsche Raum. Scheiße. Das war die falsche Tür. Manno. Ich dachte, ich kenne mich hier aus, ey. Boah, hier riecht es auf einmal total komisch im Zimmer. Irgendwie so nach einem Nudelgericht. Dabei habe ich eigentlich gerade eben schon gegessen. Ich kriege auf einmal Hunger. Naja, gut. Das sind wahrscheinlich unsere Nachbarn unten. So, Leute, dann würde ich sagen, gucke ich nochmal gerade auf die Karte. Was wir unten haben? Unten haben wir alles, ne? Ja. Das ist dann tatsächlich nur noch der Bereich hier oben. So, Leute, dann sind hier Hand. Da ist tatsächlich ein Hunter. Ich weiß, dass das gefährlich ist, was ich jetzt hier mache. Dass das eigentlich auch Munitionsverschwendung ist. Scheiße. Da habt ihr das gesehen. Scheiße, ich hasse diese Teile. Echt. Ja, wir sind tot. Scheiße. Da haben wir zum ersten Mal einen Tod hier. Und naja, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder. ja, ich habe tatsächlich das nochmal nachgespielt. Und wir wurden wieder getroffen. Das heißt, wir haben eigentlich die gleiche Situation wie sonst auch. Zum Glück habe ich das abgespeichert. Weil ich wusste, dass ich einmal durch diese scheiß Hunter sterben werde. So, dann schieß bitte drauf. Schieß drauf, Jill. Hä? Da ist er doch. Boah, der wollte gerade zuschlagen. Das Biest. Ey, ist mir jetzt auch egal, wenn ich da jetzt mehr Shotgun-Muni für verschwende. 5 Schuss sogar. Aber... Boah, Gott sei Dank, ey, er stirbt. Weil ich möchte einfach diese Gegner hier weghaben. Okay, wir haben jetzt nur noch 12 Schuss von der Shotgun. Ja, Leute, das wird mir langsam echt ein bisschen knapp. Das wird echt ein bisschen knapp. Aber ich habe halt Angst vor denen. Ich habe echt Angst vor denen. Diese Hunter, die sind einfach so krass. Schaut euch die an, ey. So, dann... Der geht um die Ecke. So, dann... Okay, er fällt hin. Okay, und lauf hin und schießt. Nein, um Gottes Willen. Oh. Dreckshunter. Boah. Wir sind aber gleich am Safe-Raum. Da steht, glaube ich, auch noch einer hinter. Oder... Nein, da ist keiner. Oh, Gott sei Dank, Leute. Wartet mal. Haben wir hier schon neue Räume? Wir hätten hier tatsächlich einen neuen Bereich. Aber, liebe Leute, ich möchte zuerst bitte zum Safe-Raum. Meine Güte, ey. Boah, das ist ganz schön ein Nervenkitzel hier mit den Huntern, ey. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, dass ich auch... Da steht einer in der Ecke, ey. Da steht einer in der Ecke. Ich möchte einfach nur in den Seefrau, verdammt. Komm ich hier rein? Ah, komm ich. Gott sei Dank. Ah, bisschen Ruhe. Okay. Haben wir echt keine Shotgun-Muni mehr? Das wird jetzt heftig. Wartet mal. Broken Shotgun. Nee, wir haben echt keine Shotgun-Muni mehr. Heftig, Leute. Okay. Das heißt, ich werde dann hier... mich erstmal voll heilen. Ach, wo war denn jetzt das Kraut? Das war doch hier oben bestimmt. Boah, viele leere Plätze noch. So.
Und benutzen, genau. Und ich werde jetzt meine Bazooka mitnehmen. Weil. Ja, was soll ich machen? Ne, was soll ich machen? Wir haben ja nur noch 7 Schuss und der Schrot. Gut, alles klar. Dann schieß direkt auf den scheiß Hunter. Schieß direkt auf den Hunter hier drauf, Mann. So, und die sind aber auch schnell hier, ey. So, hier ist aber, glaube ich, noch irgendwo einer. Da. Seht ihr ihn? Boah, schaut euch mal an, wie hässlich die sind, ey. Diese hässlichen Hunter. Okay, und schieß ihm in den Rücken. Der fällt nicht hin. Warum fällt der nicht hin? Was zur... Aua. Okay. Einen Shotgun-Schuss haben wir noch. Aber ich glaube, wir haben jetzt soweit den Bereich erstmal gesäubert, den wir brauchen. Ja, wobei eigentlich, wartet mal. Eigentlich hätte ich das hier gar nicht drüber müssen. Ich Idiot. Ich könnte doch nach oben weiter. Ach, ich Volltrottel, ey. Aber gut. Leute, so ist es halt. Haben wir halt ein paar Hunter gekillt. Ne? Haben wir ein bisschen Action gehabt. Ist doch auch cool. So, dann hier. So, Helmschlüssel. Da hinten in die Tür mit dem Passcode kommen wir übrigens noch nicht. Da kommen wir später rein. Was haben wir hier? Zumindest mal ein Stuhl. So, was haben wir hier? Wieder einen Brief. Und was haben wir da? Magnum Muni. Ja, sehr schön. Okay. Ich glaube, hier brauche ich aber auch noch ein Item. Da muss ich wieder... Ja gut, lesen wir erstmal. Befehle. Gut. Streng geheim, 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. An den Kopf des Sicherheitsabteilung. Der Tag X rückt immer näher. Führen Sie die folgenden Befehle inmitten einer Woche aus. Erstens, locken Sie die Member von Stars in das Labor und lassen Sie sie gegen die Bo kämpfen. Bo. Okay. Damit wir Daten über aktuelle Kämpfe erhalten. Ah, ja. Zweitens, sammelt 2 Embryonen. 2 Embryonen pro Bo-Typ. Und machen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie alle Spezies inkludieren, außer den Tyrant. Ah, Tyrant, oha. Mhm. Drittens, zerstören Sie das Arclay-Laboratorium inklusive allen Forschern und Labortieren in so wie als wenn es nach einem Unfall aussieht. White Umbrella. Okay, das heißt, Umbrella war auch hier in diesem Haus. Und die haben einen Plan, hier alles in die Luft zu sprengen. Meine Güte, das ist ganz schön perfide. Ja, und wir sollen gegen die Bos kämpfen. Diese Bos, erinnere mich so ein bisschen am Bowman aus Parasite Eve 2. Diese Bows werden auch nochmal ein interessanter Gegner werden. Tatsächlich unten im Laborbereich dann irgendwann mal, wo wir hoffentlich noch nicht bald hinkommen, weil ich will hier im Haus bleiben. Auch wenn das jetzt hier Hunter verseucht ist, aber ich will nicht dieses Labor, das ist einfach gruselig. So, dann würde ich sagen, würde ich gerne die Magnum-Patronen mischen bzw. kombinieren. Leg das mal bitte weg. So. Wo sind die Magnum-Patronen? Magnum-Rounds. Hallo?
Wo sind die Magnum Rounds? Hä? Ach, hier, okay. Misch die bitte, Jill. Und, genau, dann haben wir schon 12 Schuss mit der Magnum. Das ist auch schon ordentlich. Wir haben jetzt hier noch diese Adlermedaille, aber ich glaube, ja. Wir werden gleich den Schlüssel los. Aber wir haben da oben noch ein Item zu holen. Und das würde ich sagen, mache ich jetzt. Das heißt, wir gehen nochmal kurz hoch. Und, naja. Dann gab es ja noch eine Tür, wo ich da noch nicht reingegangen bin. Ne? Im Untergeschoss. Nahe der Haupthalle. Und da würde ich sagen, gehen wir gleich rein. Die Hunter, da haben die mich echt eben gekriegt. Ich meine, das ist aber auch schwer, gegen die zu kämpfen, ne? So, liebe Leute, wir sehen da einen Lichtschalter. Wir sehen hier eine Leiter. Wir sehen hier... Ach, hätte ich fast übersehen. Shotgun Muni. Ja, danke. Kann ich sehr gut gebrauchen. Oh Mann, hätte ich sie fast übersehen. Ey, was? Das sieht so aus, als würde sie sich bewegen. Jill, jetzt hör doch mal auf. Nichts Nützliches. Aber, liebe Leute, die Vögel, die sehen so aus, als würden die sich bewegen. Was soll das? Hör auf, Jill. Wir machen erstmal das Licht aus. Und, schaut mal da, da leuchtet was, Leute. Und, ja, jetzt müssen wir das Licht wieder anmachen, weil Jill die im Dunkeln halt nichts sieht, ne? Und wir müssen jetzt hier... Schieb die Leiter bitte hoch. Schieb die Leiter bitte weiter. So. Und wir müssen jetzt hier hoch. Ach Quatsch, wir müssen erstmal das Licht wieder ausmachen, ne? Das war doch, glaube ich, so. Dann auf die Treppe. Und dann da auch dieses leuchtende Ding. Schaut mal. Willst du den Augapfel herausnehmen? Ja, mach. Chill. Reiß raus, die Scheiße. Hier ist eh keiner mehr. Ein rotes Juwel. Ein rotes Juwel. Das heißt, wir haben doch noch eine Tür. Ach, ich lasse das jetzt aus. Kommt, Strom sparen. Wir haben noch eine Tür, die wir noch nicht aufgemacht haben. Beziehungsweise, nein. Quatsch. Ich muss erstmal in diesen F-förmigen Gang nochmal rein. War der hier? Ja, ach, nee. Nee, der war nicht hier. Der war... Unten? Auf dieser Seite sogar. Okay. Ich muss einfach nur runter hier. Ja, okay. Ich muss einfach nur hier runter und dann einmal hier durch. Dann können wir nämlich gleich direkt... diesen roten Edelstein einsetzen. Ja, Leute. Dann sind wir auch schon im Erdgeschoss. Und die Hunter hier sind ja weg. Ne, die habe ich ja platt gemacht eben. Ja, ich befürchte, dass hier auch noch welche drin sind. Ja, sie zielt erstmal nicht. Das muss aber nichts sagen. Ah! Ah! Oh, boah, wo kommt der denn auf einmal her, ey? Oh, Jill, da doch nicht immer deine Schrot nach. Aua, ey. Oh, dieses Drecksvieh. Boah, hab ich mich erschrocken. Alter. Kam der auf einmal um die Wand gefetzt. Ah, shit. Hä? Hab ich die Schrot... Hä? Was ist mit der Schrot passiert? Der Schrot... Ach, die hat ja nachgeladen. Ja, stimmt. Oh Gott. Ihr seht das, die sind sauschnell, die Dinger, ey. Genau, Leute, hier dieser Tiger. Manche Tiger haben ein rotes und ein blaues Auge. Ja, setz ihm das rote Auge ein, ey. Boah, Mann. Da habe ich mich voll erschrocken gehabt. Und
Schaut mal, was wir da bekommen. Oh mein Gott. Darf ich vorstellen? Der Colt Python. Das ist die Magnum. Liebe Leute. Die stärkste Waffe im ganzen Spiel haben wir gerade eingesammelt hier. Und der Tiger ist komplett. Schön siehst du aus. Lieber Tiger. Nein, ich weiß es schon, okay. So. Mann, ey. Trickshunter. Ich hasse diese Dinger, ey. Echt. Oh, draußen fährt ein Bus her. Okay. So. Dann muss ich da jetzt eigentlich noch hin? Nein, da muss ich nicht hin. Wir waren da in dem Tigerraum. Das heißt, wir müssen eigentlich... Ach, verdammt. Ja, wir stehen eigentlich, oder? Ist das doch oben? Ach, es ist doch oben und dann auch noch auf der anderen Seite. Naja, gut, kommt, egal. Wisst ihr was? Ich laufe jetzt hier hin. War doch hier, oder? Ich muss... in diesem Raum verlaufe ich mich irgendwie immer. Ja, ja, das war hier. Mann. Ich stehe jetzt wahrscheinlich auch noch... Stopp! Stopp! Hier stehen zwei. Hier stehen zwei Hunter. Das heißt... Einmal auf den schießen. Oh Gott. Und einmal auf den schießen. Oh, Gott sei Dank. Er stirbt auch. Oh. Habt ihr es gesehen? Zwei Hunter. In einem Raum. Sorry, aber da blieb mir nichts anderes übrig, als die Bazooka zu nehmen. Gegen diese Dreckshunter ist wirklich kein anderes Kraut gewachsen hier. So, das heißt, wir müssen leider noch mal einmal durchs Haus. Oh, Mann. Shit, ey. Aber wir haben, glaube ich, so ziemlich alle Hunter jetzt platt gemacht, oder? Wartet mal. Muss ich überlegen. Ich muss auf jeden Fall jetzt auf die andere Seite noch mal hoch, ne? Hier unten haben wir alles. Das heißt, es ist... Oben, nein. Oben, rechts und dann einmal komplett durch. Okay, Leute. Oben, rechts und dann einmal komplett durch da. Ich hab mich eben, ich bin immer noch voll kaputt von dem Schocker eben, dass der da die ganze Zeit, dass der da so rumgejumpt kam hier. So. Müssen aber auf jeden Fall hier rein. Und dann hoffen, dass hier keine Hunter mehr sind. Aber ich glaube, hier habe ich doch alles platt gemacht. Genau. Hier habe ich doch alles platt gemacht. Sehr, sehr gut, Leute. Oh, Mann. Sehr, sehr gut. Alles klar. Gut. Gut, das war hier. Wir müssen einfach hier durch. So, und dann sind wir eigentlich auch schon da, wo wir sein wollten. Ganz genau hier. Okay, weil dann waren wir nämlich noch gar nicht hier hinten in dem Bereich. Ne? Leute, wir waren noch gar nicht hier in dem Bereich. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Wartet mal. Nein, nein, nein. Stopp. Sorry, dass ich jetzt so Kraftausdrücke benutze, aber wir müssen uns vorbereiten. Oh mein Gott. Na klar. Ich kann mich da an was Heftiges erinnern. So, geh runter, Jill. Ich muss mich vorbereiten darauf. So, da kommt nämlich noch ein Boss. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und der Skipper hat mir geschrieben, Skipper226, liebe Grüße auch mal hier an der Stelle. Der hat mir geschrieben, dass, also im Kommentar, dass man vor dem Boss auch abhauen könnte. Das habe ich auch gesehen bei ihm, das geht. Aber ihr kennt mich. Ich bin lieber wirklich auf Krawallgebiss, auch wenn das manchmal bescheuert ist, aber ja, was soll ich machen? Es ist halt so. Und haben wir haben keine Schrot mehr, aber ich würde jetzt ganz gerne noch einmal
Oh Mann. Ich hoffe, dass die Muni ausreicht. Ja, zur Not muss ich Adlermedaille Magnum. Ne, die Magnum werde ich auch bei diesen Bossen nicht benutzen. Die werde ich später brauchen, die Magnum. Ganz, ganz dringend. Sogar. Ich werde die Magnum nicht benutzen. Nö, sehe ich nicht ein. auf die Gefahr hin, dass wir jetzt gleich den Boss verkacken. Aber dann werde ich einfach nochmal neu starten. Vom Speicherpunkt aus. Und ja, dann müssen wir gucken. Aber, Leute, rüste dich mal bitte um. Weil ihr werdet gleich einen alten Bekannten wiedersehen. Das kann ich euch jetzt schon verraten. So, wir waren ja hier noch gar nicht hier. In dem Feuerraum. Hier vorne. Da ist doch auch der Helmschlüssel. Und tada. Das war tatsächlich die letzte... Der letzte Schlüssel. Oder die letzte Tür. In diesem Herrenhaus. Gut. Gehen wir hier rein, Leute. Gehen wir hier rein. Und ihr seht's. Ein großer Raum. Oh Mann. Und ein Kaminloch. Da ist ein Kaminloch. Ein Loch öffnet sich an der Feuerstelle, ja. Das weiß ich. Gibt es hier hinten vielleicht noch irgendwas? Nein. Hier gibt es noch ein Klavier. Wenn wir das anklicken. Hallo, mein Freund. Da ist die Schlange wieder, Leute. Diese scheiß Schlange, genau. Nur, dass die jetzt echt stärker ist hier. So, und direkt nachladen. Ich hoffe, dass das ausreicht hier. Säure. Oh Gott. Wartet mal. Oh Gott. Oh Gott, ich habe jetzt noch 3 Schuss. Oh Gott. Puh, aber das hat zum Glück ausgereicht. Oh mein Gott, ich bin gerade erschrocken. Okay, das war leichter als gedacht, tatsächlich. Das hatte ich schwerer in Erinnerung, wirklich. Diesen Kampf hatte ich schwerer in Erinnerung. Ey, sehr gut. Leute, sehr, sehr gut. Und die Schlange löst sich auf. Sehr schön. Alles klar. Gut, liebe Leute, dann haben wir hier ein Loch im Boden. Es ist zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Oh, wer kommt denn da? Barry! Hi, Kollege. Jill, have you found anything interesting? Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. Wir gehen doch nicht ernsthaft da rein. Doch, wir gehen da rein. Oh mein Gott. Hey, what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Oh. Barry? Barry? Och, Barry, was bist du denn für ein Tollpatsch? Jetzt mal ehrlich. Gut, liebe Leute, wir müssen hier einfach auf Barry warten. Tatsächlich, wir dürfen hier noch nicht weitergehen. Weil er kommt gleich wieder. Mit einem neuen Seil. Warten wir einfach mal ein bisschen. Genau, seht ihr das? Da ist er. Hey! Are you there, Jill? Grab the rope! Mensch, Barry, was hast du denn gemacht? I'm sorry, Jill. I didn't know that was going to happen. Sorry. I was really careless. Are you okay, Barry? Maybe you're getting tired. No, I'm all right. Don't worry. Jill, I found something.
Was ist das denn? Ach! Schaut mal da, Leute, der Passcode. Passnummer 80830. Aha! Genau, der Passcode für die Tür da. Thank you. I'll take this then. Ja, danke. Danke, Barry. Du hast mich wieder da rausgeholt. Hast mich selber runtergeschmissen und holst mich wieder raus. Gut, liebe Leute, wir haben den Passcode bekommen. Mit dem könnten wir jetzt theoretisch... Das ist, glaube ich, eine Vollheilung, oder? Wartet mal, muss ich mal gucken. Drei grüne, genau, das ist Vollheilung. Ja, Barry, das war aber auch das Mindeste, ne? Dass du deinen Fehler wieder gut machst. Gut, liebe Leute, in Anbetracht dessen, dass die Folge schon wieder voll ist. Mein Gott, das ist echt traurig. Echt traurig. Aber gut, es geht ja bald wieder weiter. Würde ich mal sagen, liebe Leute, wir gehen da erstmal auch nicht rein. Da gehen wir leider, muss ich sagen, beim nächsten Mal rein. Das wird nämlich verdammt interessant und verdammt gruselig da unten. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Okay, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, ja, wir haben die Schlange erledigt. Das war ging einfacher als gedacht. Und ja, dann, liebe Leute, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.